Hallo und guten Abend, liebe Freunde von AWATV Skisprung Talk. Wir sind hier zur Eröffnungsveranstaltung der 65. internationalen Vierschanzentournee. Und für alle, die hier nicht live dabei sein können, jetzt noch der Rest der Eröffnungsveranstaltung. Im Hintergrund ist schon Kamil Stoch, Team Polen auf der Bühne. Viel Spaß beim Zusehen und weitere News dann morgen. Wir haben einen neuen Head Coach now with Stefan Hongacher. Did he change a lot or when it comes back this strong Polish team spirit? We changed a lot. We changed the technique of our jumping. We changed a little bit our trainings in the gym. So preparations it wasn't easy, but we did a really, really hard and good job. Kamil, you was not taking part in the national championships on Tuesday. What was the reason? I was a little bit sick, so we had the training camp before the Christmas. And after that, I felt a little bit sick, so I decided to stay at home and rest a little and make my shape better. But now everything is going well, and day by day I'm getting better, so I hope to take a part in this event, like 4 years tournament, with 100% energy. Is Oberstdorf one of the special events, can you say that, with this atmosphere in the stadium? Of course, all four his tournament competitions are great, with great atmosphere, but Oberstdorf is a special one because it's the first competition in this event. And I really enjoy the ski jumping here, because the fans are great and the level is also very high, so it's cool. All the best for the Polish team. Thanks, it was really nice to have you here. Thank you, Maciej Kot and Kamil Stoch! Mit den folgenden Jungs. Tom Hilde, Anders Schwanemel, Robert Johansson, Andreas Stjernen und Daniel André Tande, Norwegen, Norway! How are you? I'm very well, thanks. What are your feelings when you're coming back to Oberstdorf? It's a nice place, it's a nice hill, and especially the crowd here is amazing. So, yeah, it's just an awesome feeling being here. Give the microphone to Daniel. So when you're coming to Oberstdorf, do you have this special feeling when you're coming to this road here to Oberstdorf? You see the jumping hills there on the hill. Is it something special for this forehand tournament? Of course, every time you come to Oberstdorf, it's a special feeling because you know this is the start of the four hills, and it's a really nice place. The hill is really good as well, so it can be fun. How strong is the pressure in Norway for the Norwegian team to be successful here in the forehand tournament? I don't know. I kind of like, always look away from the pressure and just try to relax. So I actually don't know. And the Spanemel the next. The forehand tournament is special. This year is also World Championship. So. Is it different, the fall tournament, when there's a year with a world championship or Olympics, or is this mystic fall tournament something outstanding? Yeah, it's always outstanding. It's one of our biggest goals for the season, and the atmosphere is always great, so it will always be special. We thank you. Thanks a lot to come here. We have not the time to talk to everybody, but it was really nice to all have you here with this amazing crowd in Oberstdorf. Und wie laut könnte sein für Norwegen? So, wir sagen Dankeschön an unsere norwegischen Skispringer und da gehen wir nochmal alle Hände zusammen. Auf geht's! Und
Das sind zwei Schwergewichte in Sachen Skispringen, die jetzt hier nach vorne kommen, meine Damen und Herren. Der eine ist der Führende in der Weltcup-Gesamtwertung und der andere ist der Titelverteidiger. Zusammen mit ihrem Trainer Obanjak, Domen und Peter Prius, Slowenien! But with the fire, it's not so cold, huh? It's cool. Good, really good idea. We have to save this idea for the next tournaments also. Domen, you're the first now to get the interview because you are the leader in the World Cup. And he is in which place? No? No idea? How do you feel for the tournament? I feel excited. It's your second? Yeah, it's my second. Okay, how was it last year? Not really great. I think it was great, but not special. So what's the difference from last year to this year? So you're 1 year older, for sure. As me, as he. Yeah. But what's the difference? For me, the difference is only in the numbers 2016-17. Okay, so last year, meine Damen und Herren, im letzten Jahr, Peter Priutz hat was geschafft, was noch keiner geschafft hat. Er hat nämlich 7 von 8 Durchgängen gewonnen bei der Verschanzentournee. Nur den zweiten Durchgang in Oberstdorf, den hat er nicht gewonnen. Und somit hat er dann auch nicht alle 4 Springen gewonnen. Aber er hat die Tournee gewonnen. Er wurde Skiflug-Weltmeister, hat den Gesamtweltcup gewonnen. Also ein Jahr, wo man wirklich einen großen Haken hinmachen konnte. Peter, I told the people you won everything last year. And 7 from 8 runs of the foil tournament you won last year. So that was really exciting. What's your feeling now for this tournament after your victory last year? Well, the feeling now before the begins, before the start of the Four Hills is we're back here in Oberstdorf. We're living in the same hotel for a few years, so nothing's changed except that last year here was just a bit of snow, which was better for me. But anyway, I'm also excited and looking forward for the start tomorrow. And what's changed from last year? Tomorrow, I have to qualify for the competition. That's the main difference, yeah. But yeah, you will reach it for sure. Oder, meine Damen und Herren, er wird sich schon qualifizieren morgen in der Qualifikation. Ja, natürlich. So. How is it now with your brother when he's so successful? That's a should be a special feeling for you, or what do you think about that? Yeah, it's definitely a special feeling, but sometimes it's really hard to be happy when the Domen is winning, because I'm disappointed about myself and angry about myself, so I can't be really happy when he's winning. What do you think about that, Domen? Are you happy when Peter's winning? Yeah, of course, every time. That's good, brother. That's a good brother, isn't it? So, all the best for you, for the fall tournaments. It was really a pleasure to have you here for this beautiful audience. And that's also a tradition from the fall tournament, to have this opening evening here. And, meine Damen und Herren, für die beiden hier, die sich viel vorgenommen haben für die Verschanzentournee. Einen ganz, ganz dicken Applaus für Domen und Peter Priutz! Wir können noch ein bisschen rutschen. Ja, ich sitze hier aufs Holz, ihr müsst ja Leistung bringen. Aber können wir noch mal ein bisschen Holz nachlegen? Ja, das Holz lässt er hier langsam nach. Was ist denn? Stefan, Mensch, für halbe Stunde, du... Ja, mach ruhig. Das ist das... Den österreichischen Zettel will er verbrennen, der Werner Schuster. Ja, ja. Ah, ja. Da gehen sie hin, die österreichischen Favoriten. Ja. Ich habe den Österreicher Glühwein angeboten, ich habe ihn Obstl angeboten, sie haben alle dankend abgelehnt. Sören, wie sieht's aus? Wahrscheinlich haben sie Weihnachten schon zu viel gehabt.
Wäre eine Idee. Wie war es bei dir an Weihnachten? Ziemlich wirtlich. Was gibt's im Hause Freunde an Weihnachten? Heiligabend hat es Kartoffelsuppe gegeben und am ersten Ende. Nur Kartoffelsuppe? Ja, man muss ja ein bisschen sparen für den Tag danach. Okay, weil man hat ja Großes vor bei der Tournee. Ich habe irgendwo gelesen, das ist Sven Hannawald hat gesagt, Severin Freund, der weiß schon ganz genau, wer sich fit kriegt für die Tournee. Stimmt das? Ja, ich hoffe's. Also ich glaube, mit dem, was das ja alles so war, sind es doch ein bisschen andere Vorzeichen. Ich glaube, dass ich wieder bis zur Tournee einen Schritt gemacht habe. Und ich werde mein Bestes geben, dann sehen wir, was rauskommt. Und auch danach gibt es ja noch die ein oder andere Aufgabe. Absolut, ein paar Titel zu verteidigen beispielsweise. Severin, ich habe gerade mal so in die Runde gefragt, wer letztes Jahr alles beim Auftaktspringen der Verschanzten-Tournee war. Können wir dem Severin noch mal kurz zeigen? Arme hoch, wer war letztes Jahr da? Ja, also extrem viele. Und ich habe jetzt gerade schon wieder Gänsehaut bekommen. Wie geht's dir, wenn du an den Erfolg im letzten Jahr denkst? Ja, es war echt, auch für mich persönlich war es natürlich einer der schönsten Momente bisher in meiner Karriere. Und ja, ich glaube, wenn man jahrelang Tournee springt und jahrelang nicht so wahnsinnig erfolgreich Tournee springt und das dann mal schafft, das ja, macht einem selber die größte Freude. Und wenn sich dann ein paar andere Leute noch mitfreuen, macht es noch schöner. Ein paar ist gut. Über 25.000 waren das. Boah, dieser österreichische Zettel, der nebelt hier, das ist ja brutal. Karl Geiger, er fühlt sich so ein Traum gerade. Kann man das so sagen, Karli? Hör mal, ja? Könnt ihr ihn sehen? Das ist ein bisschen schwierig. Aber ihr wisst ja, wie er ausschaut. Wir haben ihn gerade schon gesehen. Auf der Leinwand gibt es so einen schönen SCO-Imagefilm. Wahrscheinlich vor 4 Jahren irgendwann gedreht worden. Karl sieht unverändert aus, nicht älter geworden. Wie fühlt sich hier so kurz vorm Start in Oberstdorf? Ja, sehr gut. Also hervorragend. Ah, eigener Fanclub da. Aber ist es für dich natürlich was ganz Besonderes, hier zu starten? Auf jeden Fall, ja. Also ich freue mich jetzt so schon richtig, dass es losgeht. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Schauen wir mal, was rauskommt. Ist man ein bisschen nervöser, wenn man zu Hause springt, oder eher ein bisschen cooler? Ich glaube, es ist beides. Also es ist, man ist nervöser, aber es ist dann auch cooler. Wollen wir mal zum Werner Schuster mal kurz darüber kommen. Ein beißender Rauch hier aber auch. Werner, wir zwei könnten eigentlich einen Glühwein nehmen. Jetzt meine Moderation ist durch. Hast du jetzt auch Feierabend? Ja, wenn ich von dir weg bin, haben wir nicht Feierabend. Natürlich nicht. Es ist, fällt dir einiges an, auch organisatorisch. Aber wir haben uns Jahr für Jahr ganz gut gesteigert, haben eine tolle Unterkunft und versuchen hier das große Team. Wir haben ja auch die nationale Gruppe am Start, also 12 deutsche Sportler morgen am Start. Alles bestmöglich vorbereiten, dass sich die Jungs nur mehr auf eins konzentrieren können, und das ist weit Skispringen. Hat man dann so über die letzten Jahre, du bist jetzt 9 Jahre Bundestrainer schon, oder die 10. Tournee wahrscheinlich, die 9. Tournee, justiert man da jedes Mal nur so ein paar Feinheiten um, was das Hotel anbelangt, was die Abläufe anbelangt, weil jedes Jahr wird man ja wieder gefragt, wenn gewinnt denn mal wieder ein Deutscher die Verschanzentournee? Das hat letztes Jahr das Auftaktspringen gewonnen, das war schon ein großer Erfolg, aber justiert man da so jedes Jahr ein bisschen was nach, oder sagt man, jetzt haben wir das Setting, mit dem muss es laufen? Ja, wir haben schon jedes Jahr nachjustiert. Es ist auch, als Trainer ist man Neuling, so wie wenn man als Athlet Neuling ist, hat man versucht hier das alles vorzubereiten, aber man ist hier doch auch doppelt gefordert. Es ist deutlich mehr Interesse von den Leuten, von den Medien, und es gilt schon auch, Kleinigkeiten, wenn nicht funktionieren, sind dann Stressfaktoren, versucht man abzubauen. Aber ich denke, wir haben jetzt echt eine gute Lösung gefunden. In letzter Konsequenz sollte man das auch nicht als Ausrede nehmen. Es ist in letzter Konsequenz, die Vorbereitung macht es, der Sportler macht es. Wenn einer gut drauf ist, dann kann er auch im Zelt übernachten und wird trotzdem Erster werden. Absolut. Die Frage, was die Zuschauer natürlich interessiert, Werner, was rechnest du dir aus für deine Jungs? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, wir haben es verabsäumt, uns in die Top-Favoritenrolle zu hieven.
Aber wir sind, Moment, wir sind in einer sehr guten Lage, weil wir haben 5 Sportler, die eigentlich ständig unter den besten 15 der Welt sind. Und wir haben 2 Sportler unter den besten 10 der Welt, den Severin und den Markus Eisenbichler. Und wir haben definitiv die 2 besten Joker weltweit. Das ist der Andi Wellinger und der Richard Freitag. Und ich denke mir, wir haben ein gutes Team. Klare Aussage. Oberstdorf, ich habe ja schon ein bisschen lauter erlebt. Dann gehen wir doch mal hier, da nochmal da dazwischen. Markus und Andi. Markus, wie groß ist die Vorfreude hier auf die Tournee? Ja, sehr groß. Also wirklich, ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt losgeht und schauen wir mal, was es morgen so gibt. Gab es eine spezielle Vorbereitung in diesem Jahr von dir jetzt persönlich auf die Tourneen oder nimmst du einfach so diesen Rückenwind mit, den du jetzt schon hast? Es gab jetzt keine persönliche Vorbereitung. Ich habe einfach so versucht, Weihnachten zu genießen und jetzt da entspannt anzureisen und einfach so weitermachen wie bisher. Anni, wir haben gehört, es gibt Kartoffelsuppe im Hause Freund. Was gibt's außer Milka-Schokolade im Hause Wellinger? Das muss doch reichen, oder Schokolade? Oh. Es gibt noch einen super Bonus. Ja, und ansonsten? Nee, also es gab Raclette bei uns und ansonsten war ich einfach froh, dass man einfach mal die Beine hochlegen konnte. Haben noch mehr Athletiktraining gemacht und sind hoffentlich dann ab morgen fit. Okay, wann geht so ein Tag los, Richard? Wann startet ihr morgen mit dem Frühstück und wann gibt es nochmal ein Aufwärmen oder geht ihr nochmal in die Halle oder was sieht es morgen aus? Ja, also wir haben heute noch Besprechungen dann werden wir das alles erfahren. Also ihr seid ein bisschen früh dran, das kann ich euch nicht beantworten. Werner, wollen wir den jungen Mann mal aufklären, wann muss er aufstehen morgen? Aufstehen kann er alleine, aber wenn er so zwischen 8 und 9 zum Frühstück geht, reicht. 9:45 Abfahrt in die Halle, 10 Uhr bis 11:30 Uhr Krafttraining, 12:30 Uhr Mittagessen, 13:45 Uhr Abfahrt an die Schanze. Noch Fragen? Da brauchen wir keine Besprechung mehr. Also. So, bevor die Herren hier jetzt noch eine Holzvergiftung bekommen, würde ich sagen, es ist eine schöne Tradition geworden, dass wir noch mal miteinander oder werde die Fürschanzentournee dann auch beginnen lassen. Ihr seid wie immer als Heimteam das letzte Team. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit. Die Laola-Welle vom deutschen Skisprungteam für Oberstdorf, für euch alle. Aufstellung. Hier auf dieser Platte, dass ihr auch alles schön ausgeleuchtet seid. Die kleineren in die Mitte, die größeren nach außen, jawohl. Die Arme nach vorne. Auf geht's, Oberstdorf, die Arme nach vorne. Und wir zählen in 5, 4, 3, 2, 1. Das war also für euch die Zusammenfassung, ein kurzer Ausschnitt aus der Eröffnungsveranstaltung zur 65. Internationalen Vierschanzentournee. Das deutsche Team gibt noch Autogramme, stellt sich den Fans natürlich. Wir haben einige Sachen im Rahmen der Vierschanzentournee vorbereitet und seid schön neugierig. Wir melden uns dann sicher morgen wieder mit ein paar News und ab Innsbruck ist dann auch der Dirk wieder mit von der Partie. Schönen Abend euch.